Ja, guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Döpfer. Wie bitte? Wie bitte? Sie hat gekündigt? Ja, ich weiß, dass sie einen Freund hat. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Das wünsche ich Ihnen auch. Oh nee, Mama. Jetzt mach mir bitte keine Szene. Ich hatte heute echt schon genug Stress. Ich weiß. Dein Chef hat angerufen. Bist du wahnsinnig, deine Ausbildung hinzuschmeißen, nur für diesen Typen? Du riskierst deine ganze Zukunft. Versteh das nicht, Svenja. Ja, ich merk schon, dass du das nicht verstehst. Und zwar, weil du genauso intolerant bist wie mein Chef. Aber ich muss mich hier von niemandem rechtfertigen. Bleib jetzt hier, bitte. Du hast dich so verändert. Du hast dich verändert für Murat. Du ziehst dieses Kopftuch an, du gehst nicht mehr aus, du machst dich nicht mehr hübsch, du triffst dich nicht mehr mit deinen alten Freundinnen, du triffst dich überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen deutschen Freunden. Ja. Und zwar, weil die alle entweder dumm oder total intolerant sind. Entweder die lachen mich aus oder die verstehen mich einfach nicht. Das müsste dir bekannt vorkommen. Und mit solchen Leuten muss ich mich einfach nicht abgeben. Ich verstehe sehr gut. Du machst das alles wegen Murat. Du fastest, du hungerst, du ziehst dich anders an. Aber das ist keine wahre Liebe, Svenja. Wenn du dich so verbiegen musst, sei doch nicht so naiv. Er ist doch derjenige, der intolerant ist. Mama, du bist sowas von oberflächlich. Nur weil ich mir keine schlampige Kleidung mehr anziehe und jede Nacht besoffen auf irgendeiner Party rumrenne, heißt das nicht, dass ich irgendwas verliere. Ich habe jetzt was viel Wertvolleres. Und zwar wahre Liebe von Murat. Das bist nicht du, Svenja. Das bist nicht du. Ich nehme dir das nicht ab. Du wirst mir das schon noch abnehmen. Und zwar spätestens, wenn ich zum Islam konvertiert bin. Svenja! Svenja! Was denn? Es geht nicht so weiter. Du, weißt du was? Du bleibst jetzt mal hier. Bleibst du bescheuert? Was soll das? Oh Gott. Mach die Tür wieder auf! Du bleibst jetzt mal da drin. Und wenn du dich beruhigt hast, dann reden wir. Das ist Freiheitsberaubung und bestimmt keine Lösung. Martina sollte versuchen, mit ihrer Tochter zu reden und ihr von ihren Ängsten erzählen. Mit dieser Aktion entfernt sie sich immer mehr von ihrer Tochter. Murat? Mama hat rausgefunden, dass ich meinen Job gekündigt habe. Die hat mich in mein Zimmer eingesperrt. Mann, sowas hatten wir noch nie. Ich weiß gar nicht, was los ist in letzter Zeit. Ich will hier raus. Ich will zu dir. Warte mal ganz kurz. Ich bin in 20 Minuten bei dir. Bis gleich. Sie versteht mich einfach nicht. Warum verdammt versteht uns denn kein Mensch? Jetzt komm mal erstmal her. Beruhig dich. Schau mal, Hauptsache wir haben uns, okay? Das ist das Allerwichtigste. Und übrigens, ich habe mit dem Imam gesprochen. Und das mit dem Konvertieren, das geht klar. Ist überhaupt kein Problem. Ja, ist ja gut. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß doch überhaupt nicht mehr, wohin mit mir. Ich kann nicht mal mehr nach Hause. Ja, aber schau mal, wenn ich dich jetzt mit zu mir nehme, dann gibt es noch mehr Ärger. Weißt du, ich hab da echt keinen Bock drauf. Bitte versteh das doch. Du hast Schiss, oder? Ist dir eigentlich klar, was ich gerade alles für dich aufs Spiel setze? Ich verliere nach und nach meinen Ausbildungsplatz, meine Freunde und jetzt auch noch meine Familie. Ja, aber was soll ich machen? Sag mir, was ich machen soll. Soll ich dich jetzt mit nach oben nehmen, oder was? Soll ich auf der Straße pennen, oder was? Nein, das nicht. Ich weiß nicht, ich... Ja, okay, dann machen wir's so. Und dann stell ich dich eben meinen Eltern vor. Okay. Svenja bringt große Opfer. Sie gibt ihre Familie und ihre Arbeit auf. Murat hat das umgekehrt für sie nicht gemacht. Er hätte auch zu ihr stehen und sich gegen seine Eltern stellen können. Macht er aber nicht. Schatz, lass uns noch mal drüber reden, ja? Wir finden eine Lösung.
Es muss doch wirklich nicht sein, dass ich dich hier einsperre. Svenja? 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 Also du willst zum Islam konvertieren. Deine Mutter mag das aber nicht. Schatz, wenn du das hörst, bitte ruf mich zurück. Wir können noch über alles reden. Ich liebe dich. Und du liebst wirklich meinen Sohn? Ja. Ich liebe sie auch. Über alles. Aber Svenja ist meine absolute Traumfrau. Kein Mensch auf der Welt bedeutet mir so viel und macht mich glücklicher als sie. Es ist so spät. Wir haben für dich eine Frau gefunden. Und die Familie hat sich schon verständigt. Aber ich habe mich doch mit niemandem verständigt. Schau, was ist los mit dir? Schau sie doch an, was sie alles für dich macht, um dir zu gefallen. Aber ich sag's dir, ich heirate keine Frau, die ich nicht liebe. Kein Witz. Wenn sie sich lieben, dann sollen sie heiraten. Wenn du wirklich meinen Sohn liebst, dann sollst du ihn auch heiraten. Allerdings in der Türkei, so wie es die Tradition erlaubt. Gleich heiraten? Ja, das wäre doch schön. Nein, das geht nicht. Mein Sohn heiratet keinen Deutsche. Und vor allem, mein Sohn verbreitet keine Schande über meine Familie. Schade. Damit es klar ist. Das kriegen wir schon hin. Ich rede mit ihm.